So, ja. Jetzt haben wir mal hier. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, Sie kennen mich alle. Ich muss mich entschuldigen, dass ich die ersten Vorlesungen dieses Jahres war in China und Messe, Hannover Messe, und unsere Ministerin und Frau Kritzka und Herrn Obama auf die Entfernung besucht. Und konnte deswegen die ersten beiden Vorlesungen jetzt eben nicht selber halten. Wir haben ja vorgezogen dann eben auch schon Betriebssysteme und so weiter. Ich werde Ihnen jetzt aber trotzdem noch eine kurze Einführung in die aktuelle Entwicklung im Bereich IT und Jahresmanagementsysteme geben. Bevor wir dann in die funktionale Beschreibung von Warehouse-Management-Systemen dann eben einsteigen werden. Das ist ja der Themenumfang hier der Vorlesung. Das kennen Sie aber auch schon, das brauche ich nicht zu wiederholen. Ich würde Ihnen jetzt ganz gerne, wie gesagt, einen kurzen Einführung geben, auch nochmal in das Umfeld von Warehouse-Management-Systemen. Ein paar Grundlagen haben Sie jetzt ja schon kennengelernt. Und ich nutze das immer bei der ersten Vorlesung des jeweiligen Jahres, des jeweiligen Semesters, die ich dann eben selber halte, nutze ich das eben auch immer ein bisschen, um Sie zu informieren über allgemeine Entwicklungen im Bereich der Logistik. Ja, hier das Bild der Branche. Ich sehe gerade, dass hier die Einheit fehlt und schlecht für eine wissenschaftliche Darstellung. Das ist die Logistikbranche in Deutschland. Sie sehen ja moderates Wachstum. Die Einheit, die hier fehlt, sind Milliarden Euro. Das ist die Branche Logistik. Das ist die drittgrößte Branche der Bundesrepublik. Und wie Sie sehen, arbeiten etwa 3 Millionen Menschen und erzeugen einen Umsatz von 240 Milliarden Euro in Deutschland. Und das entspricht so in etwa ein Viertel des europäischen Umsatzes, und bei dem ist jetzt auch nochmal hier eine Statistik, die ganz aufschlussreich ist. Das ist nämlich der prozentuale Anteil der Logistik am Bruttosozialprodukt, und diesmal der EU. Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen höher. Aber ich fand das hier sehr beeindruckend, deswegen habe ich die Folie letztes Jahr in die Einführung hier mit übernommen. Und Sie sehen, dass etwa 14% des GDP, das ist nichts anderes als Bruttosozialprodukt, dass 14% davon in Summe direkt abhängig sind von der Logistik, also der Logistik zugeordnet werden, also Wertschöpfung durch logistische Dienstleistungen. Und Sie sehen, dass das sogar in manchen Bereichen, in manchen Branchen, wie Food zum Beispiel, sogar ein Drittel ausmacht. Im Automotive-Bereich steht hier noch 15%, das ist die letzte Zahl, also Automobil. Da gibt es aber schon einige Vertreter, die sagen, der Anteil müsste eigentlich sehr viel höher sein, weil die Logistik im gesamten Produktionsprozess inzwischen beteiligt und sogar führend beteiligt ist. Die Bedeutung der Logistik nimmt immer weiter zu, und ich darf Ihnen mit großer Freude sagen, dass ich eben nicht zuletzt jetzt in den letzten Tagen unterwegs war, auch in Berlin und Hannover, und auch von dem Ministerium, vom Forschungsministerium, vom BMBF erfahren habe, dass man dort, also auch im Bereich der Forschung, das Thema Logistik als eines der Top-Themen für die nächsten Jahre sieht und dieses auch öffentlich machen wird. Das ist für uns alle ein großer Erfolg, und wird Sie sicher auch nochmal positiv motivieren, insbesondere dann, wenn Sie sich im wissenschaftlichen Bereich der Logistik weiter, vielleicht mit einem Doktor oder dergleichen, weiterbilden wollen. Ja, was sind die großen Herausforderungen an die modernen Produktions- und Logistiksysteme? Sie sehen es hier, das sind so Begrifflichkeiten, die lesen Sie allenthalben in den entsprechenden Veröffentlichungen. Wandlungsfähigkeit, Transparenz, Komplexitätsbeherrschung und Effizienz, also die effiziente Gestaltung der logistischen Systeme.
Das ist ein ganz großes Thema neben der Wandlungsfähigkeit, also nicht nur Flexibilität, also die flexible Gestaltung innerhalb vorgegebener Grenzen, sondern die Wandlungsfähigkeit, also über vorgegebene Grenzen hinaus im System auch wandeln zu können, auf die neuen Herausforderungen. Das sind die ganz großen Themen, die uns schon seit einigen Jahren, aber ganz sicher auch noch einige Jahre beschäftigen. Nicht nur in der Logistik. Ja, was steckt dahinter? Ich habe hier mal vier Kennzahlen mal stellvertretend aufgenommen. Was die Wandelbarkeit betrifft, ja, da muss man transparent sein, weil das Umfeld, wie wir sagen, volatil ist, also sehr unruhig. Und Sie sehen zum Beispiel im letzten Jahr, hat es 100,6% Umsatzwachstum im Mobile Commerce alleine in Deutschland gegeben. Und wir reden hier auch schon von einem zweistelligen Milliardenumsatz. Das ist also jetzt mal keine Nische, sondern das ist schon in sich wiederum eine große Branche. Und das beschäftigt uns natürlich als Logistiker ganz besonders, weil mit Mobile Commerce natürlich auch wiederum sehr häufig kurzfristige Lieferzeiten verbunden sind. Das könnte ich hier eigentlich mal ergänzen. Es ist also inzwischen so, dass etwa ein Drittel der Logistikunternehmen davon ausgeht, dass sie in Zukunft Lieferzeiten innerhalb eines Tages realisieren müssen. Und 15% gehen sogar davon aus, das ist eine ganz aktuelle Umfrage, dass sie Lieferzeiten von 1 bis 2 Stunden werden realisieren müssen. Das bei gleichzeitigem Wachstum einer immer kleinteiligeren, durch Mobile Commerce gekennzeichneten Bestellverhalten und Branche, das ist natürlich dann schon eine wirklich sehr, sehr große Herausforderung. Wir beschäftigen uns inzwischen ernsthaft mit Drohnen. Werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu zeigen. Wenn Sie von mir die Einführungsvorlesung gehört haben, das dürfte dann vor einem Jahr ungefähr oder 2 Jahren gewesen sein, bei dem einen oder anderen, dann werden Sie vielleicht von mir noch gehört haben, dass ich das mit den Drohnen alles für Quatsch halte. Aber mittlerweile muss ich sagen, beschäftigen wir uns tatsächlich wirklich ernsthaft damit, wie wir eben in den Innenstädten Pakete tatsächlich schnell transportieren können. Wobei nach wie vor, aber ich komme gleich nochmal auf dieses Thema, was Sie sicher alle wahrgenommen haben in den Medien, gleich nochmal auf das Thema, wobei wir alle, denke ich, nach wie vor das autonome Fliegen von Paketdrohnen über die B1 für unrealistisch halten und es eben einfach potenziell unsicher ist. Sie kennen ja auch alle die einschlägigen YouTube-Videos, wo unsere Kanzlerin mit Drohne vor die Füße fällt oder dergleichen oder beim Skilaufen und wo auch immer das dann schon passiert ist. Aber ich komme gleich nochmal auf das Thema, das beschäftigt uns tatsächlich ernsthaft, weil die Volatilität und die kurzen Lieferzeiten sind so dramatisch geworden. Und man stellt sich dem, wie Amazon, wir gerade ein großes Distributionszentrum in München, in der City bauen, um eben innerhalb weniger Stunden, und Ziel ist tatsächlich 1 bis 2 Stunden Lieferzeit, Pakete liefern zu können. Logistische Datenmenge steigt um den Faktor 1000 pro Dekade. Das ist eine Zahl, die ich schon ziemlich lange erzähle, weil das ist auch, das kann man schon fast als Gesetzmäßigkeit hier annehmen, weil es schon so viele Dekaden anhält. Hört sich auch im ersten Moment harmlos an, aber wenn Sie sich überlegen, in der Zeit, als ich auch schon Distributionszentrum als Unternehmer automatisiert habe, und die waren auch nicht klein, hatte ich es in den 90er Jahren, also vor 20 Jahren, mit 1 Millionstel der Datenmenge zu tun, mit der es heute zu tun. Ja, E-Commerce nimmt weiter zu. Jedes Jahr so durchschnittlich, das ist eine sehr grobe Zahl, 150 Millionen Pakete. Heißt, seit der Jahrtausendwende, als E-Commerce begann, weit mehr als 1 Milliarde Pakete, mehr als damals, vor Beginn des E-Commerce. Ja, das hat natürlich zur Folge, dass der Warenverkehr immer mehr zunimmt, Verdopplung in den letzten 20 Jahren, das ist ungefähr das, was wir vorfinden. Und leider muss man fast sagen, wenn man auf die deutschen Straßen guckt, hält diese Entwicklung an. Unsere Gesellschaft wandelt sich und mit ihr
und durch die Digitalisierung hervorgerufen, ändert sich eben auch unser Arbeitsumfeld. Ja, es wird so häufig das Wort Paradigmenwechsel in diesem Zusammenhang bemüht. Wissenschaftlich ein bisschen problematisch dieser Begriff, aber nehmen wir ihn ruhig mal. Es ist zumindest ein grundlegender Wandel, den wir hier entgegensehen. Und Sie sehen jetzt hier die letzten Jahre einmal aufgeführt, in einem solchen kleinen Zeitstrahl, die Entwicklung vom Zentralrechner in den 70er Jahren, nicht, zu einer Zeit, Ende der 70er Jahre habe ich angefangen zu studieren, Anfang der 80er Jahre, dann kam der PC, der Computer für einen User, und dann kam 2000 das Smartphone, ein User hat heute mehrere Computer, viele Computer um sich, wenn Sie noch die ganzen eingebetteten Systeme dazu nehmen, dann werden Sie, wenn Sie mal nachzählen, werden Sie auf viele Computer kommen, die Sie in Ihrem Haushalt haben. Und diese Entwicklung hält eben an. Und heute sprechen wir von sogenannten cyberphysischen Systemen oder Cyber-Physical Systems, wie im Englischen ausgedrückt. Hochskalierende, höchst skalierende Applikationen. Im Augenblick ist es so, dass etwa auf einen Kopf der Menschheit etwa ein Computersystem kommt, also sprich wir sind so an der Grenze zu 10 Milliarden. Man geht aber davon aus, dass schon 2025 es sich, diese Zahl wird verfünffacht haben und wir es mit 50 Milliarden eingebetteten Systemen und Computersystemen überhaupt zu tun haben. Die Zukunft wird mehr und mehr, davon werden wir gleich noch eine ganze Menge hören. Ich habe ein paar wirklich spannende Beispiele mitgebracht. Die Zukunft wird autonomes Verhalten mit sich bringen. Wir werden auch mehr und mehr uns mit gesellschaftsrelevanten ethischen und moralischen Fragen beschäftigen. Aber wie gesagt, dazu gleich noch ein wenig mehr. Ja, hier parallel dazu, nachdem wir uns die Entwicklung der Computer so ganz kurz einmal angeschaut haben, hier ebenso kurz die Rolle der Information, aber vor allen Dingen auch die Rolle der Daten über die Jahre. Und das ging in den 70ern eben los, als erste Computersysteme eingesetzt wurden in der Industrie, auch in der Logistik schon, als bestandsführende Systeme. In der Zeit waren die Daten das Ergebnis von Prozessen. Das heißt, man hat etwas produziert und als Ergebnis hat man Daten bekommen. Dann Daten als Befähiger von Prozessen ist dann die Einführung des klassischen Supply Chain Management. Das heißt, man nimmt Daten als Grundlage, ERP-System, Enterprise Resource Planning Systems und Warehouse Management Systems, wie sie in der Vorlesung hier behandelt, die kommen auch so ab Mitte der 80er Jahre und dann ihre Hochzeit dann ab der 90er Jahre. Seit 2000 lernen wir Daten zunehmend als Befähiger zu begreifen. Daten selber werden mehr und mehr Ausgangspunkt, wie zum Beispiel im E-Commerce, Customer Relationship Management und dergleichen, Ausgangspunkt von Produkten, von Geschäften. Ja, und heute sind die Daten selber das Produkt. Das entscheidende Produkt der Firma Google sind Informationen, sind Daten und deren Auswertung. Eine weitere Entwicklung, die ganz wesentlich ist, und die uns auch immer in der Logistik beschäftigt, ist die Individualisierung. Wir haben es mit immer individuelleren Produkten zu tun. Und hier ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Die Zahlen stammen sogar aus einem eigenen Projekt. Teilweise zumindest. Sie sehen hier am Beispiel des VW Golf das exponentielle Wachstum der Varianten. Sein Vorgänger, der VW Käfer, hatte drei Modelle und drei Varianten in den 60er, 70er Jahren. Heute sprechen wir von 10 hoch 23 Varianten. Das ist jetzt eine Zahl, die kann man sich schwer vorstellen, 10 hoch 23 Varianten. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass zwei gleiche Golf gebaut werden, das kann man schon mal sagen. Kommt vielleicht einmal in der kompletten Produktion vor.
10 hoch 23 haben wir die Kollegen ausgerechnet, entspricht in etwa der Menge aller Sandkörner aller Strände dieser Welt. Wahnsinn, ne? Jetzt können Sie sich mal vorstellen, jetzt müssen Sie als Logistiker müssen Sie gucken, dass Sie möglichst gleiche Varianten finden, damit Sie natürlich gleich teilen und eben produzieren bzw. dann eben auch liefern können als Logistiker. Individualisierung findet natürlich eben auch statt in der Logistik selber. Die logistische Dienstleistung wird eben immer individueller. Wir haben eben heute Same-Day-Delivery, wir haben Vorbestellungen, die tagesgenau geliefert werden, zeitfenstergenau geliefert werden. Wir haben viele unterschiedliche Bezahlverfahren. Wir haben aber eben auch Multi-Channel-Handel oder Multi-Channel-Handel. Wie zum Beispiel das Mobile Commerce, was eben im letzten Jahr mehr als 100% allein in Deutschland gewachsen ist. Auch das ist eine Individualisierung in der logistischen Operation. Nun, der Ausweg oder die logische Entwicklung, so müsste man eigentlich richtigerweise sagen, ich frage mich eigentlich, solange ich hier stehe, warum es nicht gelingt, dieses Pultmann festzuschrauben. Wir sind ja eigentlich ein Maschinenbau. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich gleich so einen Klack vorne kriege. Wäre bestimmt lustig, zumal die Vorlesung ja im Internet ausgestrahlt wird. Ist hier jemand im Raum, der noch nicht weiß, was die vierte industrielle Revolution ist? Darf ich das mal so direkt fragen? Manche sehe ich ja auch wieder, in anderen Vorlesungen, wo ich das auch schon mal erzählt habe. Scheuen sich nicht, also dann mache ich das jetzt an dieser Stelle insofern mal ganz kurz. Das ist nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung, der Automatisierung, die Autonomisierung auf Basis cyberphysischer Systeme, die wir eben heute vor uns haben. Und man geht davon aus, und ich werde das gleich nochmal in Form einer Hypothese auch nochmal versuchen zu explizifizieren, dass die Einführung cyberphysischer Systeme diese gerade gezeigten Herausforderungen, Wandelbarkeit, Individualisierung, Datenwachstum und so weiter, dass man das mit Hilfe cyberphysischer Systeme besser bewältigen kann. Ganz kurz, was sind cyberphysische Systeme? Auch diese Definition haben Sie wahrscheinlich schon mal in der Vorlesung bei mir gesehen, aber ich lese trotzdem noch mal ganz kurz auf. Das sind eben Systeme, die autonom mit ihrer Umgebung und untereinander interagieren können. Dazu braucht es eine Vernetzung mit gegebenenfalls dem Internet. Das ist relativ wahrscheinlich, Intranet oder transparenter Durchgriff ins Internet. Das ist die Vorsilbe Cyber und Physical steht für die physische Konnektion mit der Umgebung in Form von Sensoren, und Aktoren. Cyberphysische Systeme werden allgemein als die Grundlage oder deren Einführung wird als Grundlage der vierten industriellen Revolution. Aber die vierte industrielle Revolution, also das, was als Konsequenz der gerade gesehenen Herausforderung inzwischen, und das ist sehr bemerkenswert, wirklich weltweit gesehen wird, das ist die vierte industrielle Revolution und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Und Sie sehen hier aus der ursprünglichen Definition, ich glaube, es ist aus der Arkatec oder aus der Plattformindustrie 4.0 hier herausgezogen, sehen Sie, welcher Wandel uns dann jetzt eben bevorsteht. Aber bevor ich auf den Wandel komme einzeln, möchte ich nochmal auf den Punkt kommen, dass das wirklich Erstaunliche und das wirklich Bemerkenswerte an der vierten industriellen Revolution, die ja noch gar nicht stattgefunden hat, sie findet gerade statt, ist, dass es weltweit wirklich geteilt wird. Der Eindruck, die Erkenntnis kann man sagen, Erkenntnis a priori würde man korrekt sagen, weil sie eben noch nicht stattgefunden hat, die Erkenntnis, dass
wir unsere Welt wahrscheinlich in Zukunft ganz wesentlich, sowohl in der Logistik als auch in der Produktion, werden mit cyberphysischen autonomen, sich selbst steuernden Systemen werden bewegen können und effizienter bewegen können als mit klassischer hierarchischer zentraler Steuerung. Also der Schwarm von Fahrzeugen und dergleichen wird kommen. Und das hat gravierende Auswirkungen eben auch auf den Gegenstand dieser Vorlesung, auf das Warehouse-Management. In 3 Wochen wird der Herr Trautmann auch zu uns kommen. Er wird Ihnen auch näher bringen. Er kommt aus der Industrie zu uns von der Firma Lean Logistics bzw. Logata. Er ist Geschäftsführer bei beiden und wird uns berichten, wie diese Entwicklung, und das ist im Warehouse-Management, setzt sich das fort in Richtung Appisierung, wie gesagt, also wie Warehouse-Management auf Basis von autonomen Apps und auf Basis cyberphysischer Systeme in Zukunft aussehen wird. Ganz, ganz spannend, also wir würden unbedingt anfangen. Ja, aber hier noch einmal, und das ist mir sehr wichtig, dass wir das hier nochmal gemeinsam nachvollziehen. Was passiert wirklich bei der digitalen, bei der vierten industriellen Revolution? Es ist wesentlich mehr als nur die Digitalisierung oder die Vernetzung dieser Welt. Es ist wesentlich mehr. Es ist ein Wechsel von der zentralen Steuerung zu dezentralen, selbstorganisierten und sich ad hoc vernetzenden Systemen. Ja. Irgendwann wird es dazu kommen, daran arbeiten wir, das werden Sie noch erleben. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es noch vor der Rente erlebe, die findet in 10 Jahren, 9 Jahren statt. Also so, das ist etwa der Zeitraum, werden wir es noch erleben, dass wir selbst lernende Systeme sogar bekommen werden. Also wirklich Systeme, die in der Lage sind, wie ein Kleinkind zu lernen. Ich werde Ihnen gleich dazu auch noch mal ein paar Beispiele zeigen. Es wird ein Wechsel stattfinden von der starren und komplexen Welt der Industrie 3.0 zur kontextabhängigen Entscheidung auf Basis von Echtzeitsimulation in 4.0. Wir werden, weil wir es mit autonomen Systemen auf der anderen Seite zu tun haben, werden wir es nicht mehr mit hierarchischer Systemstruktur und zentraler Steuerung zu tun haben. Und das führt auch dazu, dass wir andere Formen der Planung und Interaktion bekommen werden, die auf Basis von Echtzeitsimulationen stattfinden werden. Die Welt der deterministischen, das heißt vorbestimmten Entscheidungen etablierter Wertschöpfungsketten wird sich wandeln in virtuelle Ad-Hoc-Organisationen. Das ist echt mal eine Aussage. Und die hat ja nicht irgendjemand getroffen, sondern die Plattform Industrie 4.0 und der ZVEI, vertreten durch den Herrn Diekmar vom ZVEI, vom Zentralverband der Elektroindustrie, also wirklich einen eigentlich eher konservativen Verein. Ja. Vorgeplante Produktionssysteme werden durch sich selbst organisierende Produktionseinheiten, kooperierende Roboter, Schwärme von Transportsystemen ersetzt werden und so fort, bis hin eben auch zu den Mitarbeitern und deren Organisation, starre Anwesenheit der Mitarbeiter wird sich wandeln in flexible Organisationsformen.